Das war gestern echter Bullenwahnsinn. Bester Handelstag für die meisten Indizes seit März. Das war so viel Bullenwahnsinn, dass das schon an Rinderwahn grenzt. Und manches passt überhaupt nicht zusammen. Wir wollen uns in diesem Video mal anschauen, was da eigentlich passiert ist. Zunächst mal zu den Indizes. Hier vor allem rausstechend der Nasdaq mit 3% im Plus. Wir sehen dann auch Technologie war der beste Sektor vor Energie. Aber auch die Nebenwerte sehr, sehr stark oder etwas weniger stark dann zum Handelsschluss, warum will ich gleich zeigen. Also vor allem Technologiewerte, die haben es gestern rausgerissen, der Nasdaq mit der 3%, das sieht man auch nicht oft. Interessanterweise all das unter relativ wenig Volumen, wenn wir uns mal die letzten Tage anschauen, vor allem dann, als es runterging oder auch da am 2.12., als wir 1,53% im S&P 500 gestiegen waren, das sind hier die Daten des SPY, also des maßgeblichen ETFs auf den S&P 500, da hatten wir deutlich mehr Volumen, gestern 93,79 Millionen Kontrakte. Das ist noch weniger als am Montag. Am letzten Freitag hatten wir 137 Millionen. Wir sehen also, dass das Volumen relativ dünn war, dass das also jetzt nicht ein richtiger Saftimpuls in Sachen Volumen gewesen war. Und wir sehen interessanterweise, dass die unprofitablen Tech-Aktien am meisten gestiegen sind. Und das macht keinen Sinn. Warum will ich Ihnen gleich zeigen? Jedenfalls sehen wir die Recovery-Stocks, die sich hier zunächst erholt hatten, dann aber runterkamen nach Aussagen über oder von einer Studie über die Impfwirkung der bestehenden Vakzine gegen Omikron. Auch dazu gleich mehr. Was ist da eigentlich passiert? Warum sind die unprofitablen Tech-Unternehmen am meisten gestiegen? Weil sie am meisten überverkauft waren, könnte man sagen. Wir sehen hier ganz genau, dass die Aktien durchschnittlich 4,79% gestiegen sind, die in der obersten Perzentile oder in der obersten Dezile, genauer gesagt, sind von den Aktien, die am weitesten von ihrem 50-Tages-Durchschnitt entfernt sind. Das heißt, die, die am stärksten gefallen waren, die am meisten ausgebombt waren, die haben dann auch am stärksten zugelegt. Mit den 4,79% dann die Kandidaten 80-90% am stärksten abverkauft, die haben 3,24% gewonnen etc. Also die Dinge sind hier relativ eindeutig, das was am stärksten ausgebombt war, hat dann am stärksten auch zugelegt. Insgesamt sehen wir, dass diese High-Beta-Tech-Stocks, also das sind meistens unprofitable Tech-Unternehmen oder sehr teure Unternehmen, dass die hier zulegen konnten, aber hier in dieser Grafik von Holger Czepisch sieht man, naja, so fürchterlich vieles im Gesamtbild nicht passiert. Da sehen wir jetzt halt diesen Zacken nach oben, aber davor ging ja auch vieles nach unten. Da haben teilweise diese Aktien 50% ihres Wertes verloren in nicht allzu langer Zeit. Und der Holger Czepisch sagt, don't be fooled by tech stocks rise. Seid nicht doof und glaubt, dass das hier jetzt die Trendwende ist, da könnte mehr Schmerz noch warten, denn die Fed hat ihre Geldpolitik geändert oder den Ansatz geändert und das sagen auch andere Märkte, die ganz klar in eine Richtung weisen und eben diesen Anstieg der unprofitablen Tech-Unternehmen nicht wirklich unterstützen. Schauen wir uns mal hier zum Beispiel Bitcoin, Tesla und Nvidia an, da sehen wir, die waren vorher unisono gleichartig runtergekommen, die haben starke Parallelen, also das sind so Aktien, die entweder geht alles rauf oder es geht alles runter, dann fällt Bitcoin, Bitcoin, das übrigens die Erholung nicht so mitgemacht hat wie die Aktienmärkte. Jedenfalls sehen wir, dass da eine gewisse Korrelation ist, eben liquiditätsgetriebene Assets, die sich freuen, wenn Liquidität da ist und die war gestern da, wie wir gleich sehen werden, aber dann kam die Nachricht, Pfizer Vaccine less effective against Omicron, also weniger Effektivität, die sogenannte Seagull-Studie, dann ging es vor allem für die Value-Werte nach unten, für die Reopening-Werte und dann sehen wir in den letzten Minuten des Handels dann wieder so ein Ding nach oben, das ist kaum erklärbar, außer mit irgendwelchen Algorithmen, die ein bisschen durchdrehen. Schauen wir uns den Triple Q, das ist das maßgebliche Nasdaq-ETF mal an, dann sehen wir, trotz der Rallye haben wir nach wie vor tiefere Hochs und tiefere Tiefs und wir haben eine potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Das muss nicht heißen, dass es jetzt nach unten geht, aber einfach mal um die Relation zu sehen dieser Rallye. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass etwa Apple gestern maßgeblich gezogen ist. Warum auch immer, so richtige Nachrichten gab es da nicht. Da gab es mal einen Deal irgendwas mit China.
der an sich sehr fragwürdig ist, moralisch zumindest, gestern eben 6 Dollar gestiegen auf ein neues Allzeithoch mit einer Marktkapitalisierung von 2,8 Billionen Dollar. Immenses Call-Volumen, was da drauf gesessen ist, und dann nachbörslich, nach 22 Uhr, ist die Aktie nochmal weitere 2 Dollar gestiegen, nachdem in manchen Boards man versucht hat, die ganze Geschichte weiter nach oben zu pushen. All das, so sieht es Fred Hickey, ist eine Folge der ultralaxen Geldpolitik der Fed der letzten Jahre, die aber jetzt enden wird, und das ist vielleicht ein nicht unwichtiger Hinweis. Was war aber gestern der Grund der Rallye? Wir haben zunächst mal einen Short-Squeeze. Hedgefonds waren seit dem Black Friday vorwiegend short abgesichert, sind neue Short-Positionen eingegangen, die wurden gestern dann nach oben gegrillt. Aber wie die Bank of America zeigt, sind es vor allem massive Geldflüsse, BTFD, by the fucking dip, wie es heißt, seit 2017, also seit 4 Jahren, massiv Geld zugeflossen, und es sind vor allem die Unternehmen selbst, die über Buybacks, also über Aktienrückkäufe hier offenkundig zugeschlagen haben, ganz massiv. Also wir sehen, da will man eben jetzt nochmal diese Buybacks, die autorisiert waren, auch durchführen. Wir sehen, Buybacks machen 40% des Bullenmarktes aus in den letzten Jahren, und insgesamt sehen wir, dass die Corporates hier massiv zugeschlagen haben, die Institutionellen haben zugeschlagen, weil man sich eben sagt, Jahresendrallye kann ich nicht verpassen. Retail hat maßgeblich zugeschlagen, Hedgefonds eher weniger, die waren wie gesagt eher short gestanden. Und jetzt gucken wir uns mal die unprofitablen Tech-Unternehmen an in Relation zu dem, was gestern an den Anleihemärkten passiert ist. Warum ist es so, dass unprofitable Tech-Unternehmen leiden, wenn die Geldpolitik sich ändert, also straffer wird? Das liegt schlichtweg daran, dass, wenn Geld nicht mehr so günstig ist, diese Unternehmen brauchen sehr viel Geld, um wachsen zu können, um sozusagen diese Zukunftsversprechen einzuhalten. Wenn dieses Geld teurer wird, wird das Geschäftsmodell tendenziell schwieriger, weil eben dieses Wachstum deutlich erschwert wird durch das, was da durch diese Wende dann einer Notenbank kommt. Und wir sehen jetzt, dass der Markt insgesamt die erste, nämlich die Fed Funds Futures, die erste Zinsanhebung für Mai 2022 einpreisen und dann 3 weitere Zinsanhebungen einpreisen. Wir sehen jetzt, dass die Renditen der 1-, 2- und 3-jährigen US-Staatsanleihe so hoch sind wie noch nie seit Beginn der Corona-Krise, also seit Februar, März 2020. Wir sehen, dass die Zinskurve sich verflacht. Die kürzer laufenden Anleihen, die steigen in Erwartung auf eine Zinsanhebung. Die länger laufenden, die fallen tendenziell in Erwartung, dass dann sozusagen das Wachstum durch die Zinsanhebungen der Fed und durch die damit verursachten Schäden möglicherweise an den Aktienmärkten dann deutlich nachlässt. Deswegen verflacht sich die Zinskurve. Auch das ist nicht so besonders schick. Warum muss die Fed agieren? Das ist relativ eindeutig, weil die Amerikaner richtig Schiss haben vor Inflation. 56% der Amerikaner in einer Umfrage des Wall Street Journal sagen, ja, das betrifft mich, das tut mir weh. 28 sagen, sie fühlen hier richtige Schmerzen, das bringt sie richtig unter Druck. Das sind vor allem eben die Geringverdiener, die hier besonders leiden unter den steigenden Kosten. Das Weiße Haus hat gestern gesagt, dass Retail Thefts, also Diebstähle im Einzelhandel, eine ernsthafte Sorge sind. Da hatten ja einzelne Einzelhandelsketten berichtet, dass sie massiv unter solchen Diebstählen leiden. Auch das ist die Folge von Inflation. Das ist für manche eben, die ohnehin schon auf Kante genäht waren, dann durch diese steigenden Preise zu viel wird, dann fangen sie an zu klauen, müssen vielleicht klauen, müssen ist natürlich das falsche Wort, aber sie tun es jedenfalls. Das zeigte, wie das Problem wirklich gelagert ist. Und wenn wir uns jetzt mal die Verteilung von Wohlstand anschauen in der Welt, dann sehen wir, dass die reichsten 10%, denen gehören 76% aller des gesamten Wohlstands, während die unteren 50%, also die untere Hälfte, der gehört gerade mal 2%, wie der World Inequality Report für 2022 zeigt. Und übrigens sind in den USA gestern die Labor Costs, also die Lohnstückkosten, es ist also praktisch die Kosten, die ein Unternehmen hat für die Produktion einer Einheit, zum Beispiel eines Autos. Wie viel Lohnkosten habe ich, um ein VW zu bauen, ein Tesla zu bauen oder irgendwas anderes? Hier sehen wir, dass die Lohnkosten oder die Lohnstückkosten, genauer gesagt, so stark ansteigen wie seit den frühen 1980er Jahren nicht mehr. All das wird sich dann fortsetzen in weiterer inflationärer Tendenz. Deswegen warnte Janet Yellen, Supply Chains are a matter of economic and national security.
Gell, da Janet, die ist ja gut drauf. Jetzt ist sie aber leider im Camp Inflation. Inflation is the concern of the day, hat sie gestern gesagt. Jetzt waren sie davor vor diesen Lieferketten. Ich hatte gestern im Markeflüster gezeigt, dass diese Entspannung angeblich in den amerikanischen Häfen einfach Quatsch ist. Man hat die Schiffe außer Sichtweite transferiert, damit sie nicht so ins Auge fallen. Da gibt es eine neue Warteschleifeordnung, aber es warten so viele Schiffe wie noch nie vor diesen amerikanischen Häfen. Dementsprechend nichts mit Lieferengpässen haben sich gelöst. Jetzt kommen wir aber nochmal zu dieser Corona-Situation, weil sie wichtig ist ja für die Märkte, weil ja diese Rallye zumindest offiziell als Grund hatte gestern. Omikron, nichts gefährlich. Dann gab es aber eben Aussagen von des Pfizer-CEOs, der gesagt hat, naja, das ist eigentlich keine gute Nachricht, dass dieses Omikron-Virus sich so stark verbreitet, denn es wird erstens heißen, dass es dann Milliarden von Leuten bekommen und außerdem, dass es dann weitere Mutationen geben wird. Hier Drosten hatte gesagt, viel Virus, viel Krankheit und sagt, das ist eben der Punkt, dass hier also die Virusdichte relativ hoch ist. Ich weiß, dass viele Herrn Drosten ablehnen, aber es sind meistens diejenigen, die besondere Expertise in Sachen Virologie haben, nicht wahr? Manche Leute verwechseln ihre persönlichen Probleme mit anderen Dingen, aber sei es drum, wir sehen hier, dass etwa in Dänemark jetzt die nachgewiesenen Zahlen mit Omikron deutlich nach oben gehen. Dänemark ist sehr, sehr weit, was Sequenzierung betrifft, also was die Identifizierung von Viren betrifft. Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass auch in Deutschland und in anderen europäischen Ländern hier die Omikron-Rate deutlich, deutlich steigt. Wir sehen, wie das schnell nach oben geht. Das sind jetzt 400 Fälle. Das klingt erstmal wenig, aber das werden dann eben sehr, sehr viel mehr sein in relativ kurzer Zeit. Und jetzt neue Studie in Sachen, wie kann man gegen das Omikron-Virus vorgehen. Mit zweimal BioNTech, mit zweimal Moderna etc. nach 6 Monaten 0% Neutralisation, also keinerlei Impfschutz nach dem bisherigen Bestand. Selbst mit Boosterung ist es so, dass nur ein kleiner Teil an Impfschutz gegeben ist, zumindest nach einer gewissen Zeit. Das heißt, die Vakzine sind nicht wirklich wirksam, wenn ich das richtig verstehe, gegenüber Omikron. Und jetzt ist eben die Frage, wie gefährlich ist Omikron? Wenn es nur annähernd so gefährlich wäre wie Delta, dann hätten wir ein Riesenthema. Wenn es komplett harmlos ist, hätten wir kein Thema. Aber wenn es etwas weniger gefährlich ist, also sozusagen eine etwas geringere Hospitalisierung nach sich zieht, Mortalität nach sich zieht, dann wäre das schon ein Riesenproblem, weil einfach die Ansteckungsgeschwindigkeit so schnell ist. Wir sehen, dass etwa in den Abwässern von Boston jetzt die höchste Virendichte in Sachen Corona identifiziert wurde seit Beginn der Pandemie. Auch in den USA gehen jetzt die Zahlen nach oben und sie werden demnächst deutlich weiter nach oben gehen. Also das ist so ein bisschen Stand der Dinge. Schon sehr viel Optimismus in Sachen Omikron, der vielleicht ein bisschen verfrüht ist. Das wissen wir noch nicht. Kommen wir kurz nochmal zu China. Die Aktie von Kaiser, dieser Immobilienentwickler, ist vom Handel ausgesetzt worden, nachdem auch Kaiser wie Evergrande schon nicht die fälligen Dinge bezahlt hat. Evergrande ist jetzt erstmal ziemlich Ruhe an der Front, aber Evergrande ist eben auch praktisch platt. Da ist der Zahlungsausfall jetzt eingetreten. Zahlungsausfall? Nein, natürlich bei uns nicht. Heute wird Olaf Scholz zum 9. Bundeskanzler gewählt und ich werde heute darüber, habe ich mir vorgenommen, ein Video machen mit dem Titel, warum Olaf Scholz seine Kanzlerschaft einem Molotow-Cocktail verdankt. Manchmal sind die Dinge so haarscharf beieinander und ich zeige in diesem Video, warum sozusagen durch einen puren Zufall Olaf Scholz nicht dann hatte zurücktreten müssen. Ein persönliches Erlebnis, das glaube ich durchaus interessant ist. Wie gesagt, im Laufe des Tages werde ich das machen und empfehle jetzt zu guter Letzt noch, wenn Sie wissen wollen, wie es an den Märkten weitergeht, eine super gute charttechnische Analyse zu DAX, aber auch den US-Indizes von Rüdiger Born. Was ist jetzt zu beachten, unter dem Video verlinkt. Und wie gesagt, mein Video zu Olaf Scholz unter dem Molotow-Cocktail, das könnte auch für Sie interessant werden. Ich sage Servus und Ciao.